Ich finde deine Augen strahlen heute besonders schön, Andi. Das ist nett. Hey, Andi! Genau dich habe ich gesucht. Klingt, als will er dir seinen Putzdienst abdrücken. Ja, Sir. Ich bringe dich groß raus und sorge dafür, dass sich die Leute auf der Straße nach dir rumdrehen. Eine Cola, bitte. Mhm. Und wie? Naja, du weißt doch, dass Emilio in Venezuela ist und seine Mama im Krankenhaus liegt. Wie geht's denn da überhaupt? Gar nicht gut. Deine Niere funktioniert nicht richtig und die Ärzte wissen nicht, wieso. Aber auf jeden Fall hat mich Emilio angerufen und gefragt, ob ich einen Laden aufmachen kann, weil er die Kohle für die Arztkosten braucht. Und was habe ich damit zu tun? Du sollst helfen. Beim Burrito braten? Nee, die Burritos brate ich selber. Emilio hat mir gezeigt, wie das geht. Was soll Andi dann machen? Dankeschön. Bitteschön. Du sollst die Dinge an den Mann bringen. Du sollst mit den Leuten reden, die Kinder zum Lachen bringen, mit ein paar Frauen flirten. Klingt nicht verkehrt. Bist du dabei? Ja, klar, Mann. Cool. Wir sollten so schnell wie möglich anfangen. Hast du Zeit? Ausnahmsweise, ja. Die Landscheins haben irgend so eine komische Veranstaltung und wollen heute kleine Handwerker sehen. Cool. Dann zeige ich dir gleich dein Arbeitsoutfit. Arbeitsoutfit? Also, ich habe dir doch versprochen, dass sich die Leute nach dir umdrehen werden. Sag bloß, du hast jetzt so ein riesiges Burrito-Kostüm besorgt, oder? Hätte ich gerne gemacht, aber gab's nicht. Nee, stattdessen habe ich einen voll ausgestatteten Burrito-Bauchladen. Da hast du genug Platz für deine vorgefertigten Burritos, für Servietten und Soßen. Na, ist doch geil, oder? Auf keinen Fall laufe ich mit so einem Ding rum, das kannst du vergessen. Ja, wenn du es schon nicht für mich machst, dann mach es wenigstens für Emilio. Auch nicht für den, vergiss es. Hey. 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 Was ist los? Sascha will, dass ich mit dem Zeug hier rumlaufe und für Emilios Burrito-Laden Werbung mache. Sexy. Wo ist das Problem? Wo das Problem ist? Dass ich mich damit total zum Trottel mache. Du hast voll den coolen Job. Ja, aber ich weiß wenigstens, wie man Burritos macht. Wenn du das kannst, kann ich das schon lange. Aber nicht so gut wie ich. Meine sind besser. Wollen wir wetten? Okay. Wir beide machen Burritos und ihr zwei testet die und sagt, welche besser sind. Einverstanden. Cool, dann besorge ich die Zutaten und wir sehen uns in einer Viertelstunde im Bahn. Kann ich das da lassen? Klar. Cool, bis dann. Tschö. Dem werde ich es zeigen. Gegen meine Burritos hat er gar keine Chance. Andi, hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen? Nee, wieso? Was denn? Du kannst nicht kochen. Also wirklich so gar nicht. Naja, also Burritos sind eben nicht leicht. Ja, die hat Andi wirklich ganz allein gemacht? Ja, ich war dabei, da ist auch wirklich nur Essbares drin. Aha, die Dinger sind bestimmt voll der Hammer. Ich bin mir sicher, du siehst Hammer mit dem Hut aus. Also gut, Leute, lassen wir unsere Jury entscheiden. Die auf dem roten Teller sind meine. Okay. Naja. Mhm. Gar nicht schlecht, Andi. Hätte auch Emilio gemacht haben können. Und jetzt meine, los. Den. Oh mein Gott. Was sind die scharf? Ich habe keine Ahnung, ob die lecker sind, aber meine Zunge ist taub und das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens. Mm. Oh. Oh, sag mal, was hast du gemacht? Sorry, aber die kann wirklich kein Mensch essen. Tja, ich schätze, du musst heute mit diesem Bauchladen durch die Stadt ziehen. Ja, die erste Anprobe ist fällig, eindeutig. Oh ja, bitte. Oh. Sorry, ich muss zur Arbeit, Mittagspause ist vorbei. Du machst Fotos? Mhm, auf jeden Fall. Also ich finde, das steht ja wirklich ausgesprochen gut. Ich würde schon eher sagen, das ist richtig hot. Also wir sollten vielleicht jemanden mitschicken, der dich vor den ganzen Frauenangriffen beschützt. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen mich total aus. Mr. Burrito, Mann, ich will ein Kind von dir. Wir werden ja sehen, wer noch mehr Umsatz von uns beiden macht. Ich auf der Straße oder du im Laden. Wie, willst du ernsthaft wieder eine Wette mit mir abschließen? Wieso nicht? Wenn man nicht wieder gewinnen werde. Na, das werden wir sehen. Also für mehr Aufsehen wirst du auf jeden Fall sorgen. Du bist der Burrito-Mann. Können wir wenigstens diesen Hut weglassen? Nein. Also jeder Mann hat im Leben eine Aufgabe. Und deine Aufgabe ist es, diesen Hut zu tragen. Das ist nicht witzig. Oh doch. Wow, du siehst ja aus wie eine heiße Katze. Ich hätte sie fast nicht wiedererkannt. Danke. Mit deiner Tante shoppen. Sie hat ja eine Ausdauer. Ja, das ist jahrelange Übung. Die Frau ist ein Phänomen. Stöckel stundenlang die Kühe rauf und runter, ohne ein einziges Mal umzuknicken. Charlie kann im Pumps sogar joggen. Oh, ja, das glaube ich sofort. Aber ich bin noch nicht ganz so weit.
Kriege ich einen Cappuccino? Komm sofort. Komme. Ist bei euch was vorgefallen? Was? Bei wem? Bei Wolf und dir. Hattet ihr Streit? Wie kommst du darauf? Wenn er nicht mal Hallo sagt. Saßen Sie eben auch schon da? Ja, klar. Ich habe Sie gar nicht erkannt. Sie brauchen eine Sehhilfe. Wow, Sie sehen ja großartig aus. Danke. Ja, aber setz dich doch gern zu mir. Dann gleich ein bisschen mit Ihnen angeben. Ach so, oder haben Sie... Der kommt wohl gleich. Was? Na dann, ja, gib mich auch nichts an. Viel Spaß noch. Danke. Olé, Mr. Burrito Man. Na? Läuft's gut? Du, kann mich nicht beklagen. Anfangs lief's ein bisschen schwieriger, aber dann hat mir Jessie erklärt, warum Frauen auf Bauchläden abfahren. Aha, und warum? Käffchen? Gerne. Das ist ein Instinktding. Wegen dem Fleischgeruch? Nee, wegen dem Versorgergehen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich danach nur noch auf die Frauen konzentriert und dann gingen die Burritos weg wie warme Semmel. Ja, dann hoffen wir mal, dass es bei Andi genauso gut läuft. Auf jeden Fall. Ich habe dem noch eine ganze Busladung vorbeigeschickt. So, das macht dann 6 Euro. Vielen Dank. Stimmt so. Firma, Dank. Guten Hunger. Schatz, einmal vegetarisch. Ja, bitte sehr. So, das macht dann 5 Euro, bitte. Ich danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war jetzt wohl erstmal der letzte Kunde. Das muss ja eine ganze Busladung gewesen sein. Gut, ich kann auch echt eine Pause gebrauchen. Ja, es gibt da auch so eine Sache, die ich gerne nachholen möchte. Agneto essen? Fast. Dann hat sich dein Einsatz ja gelohnt. Auf jeden Fall. Hast du ein paar Nummern zugesteckt bekommen? Das auch, aber vor allem wegen der Kohle. Meinst du echt, du hast mehr verdient als Andi? Weiß ich nicht, ich glaub's nicht. Aber das werden wir ja sehen. Du kannst dann schon wieder neue Zwiebeln schneiden, ne? Ah, und was machst du in der Zeit? Ich zähl das Geld. Oh nein. Was ist? Die Kasse. Ist alles weg. Und? Wie viel habt ihr eingenommen? Was? So schlecht? Pass auf, es lief total gut und dann war die Kasse auf einmal weg. Was? Wie das denn bitte? Wir haben gerade mal nicht aufgepasst. Plötzlich haben sie uns die Kasse geklaut. Wie, ihr habt nicht aufgepasst? Wirklich, nur ganz kurz. Es waren gerade nicht so viele Gäste da und da haben wir... Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt euch die ganzen Tageseinnahmen klauen lassen, weil ihr kurz... Schon, das hätte jedem passieren können. Ist es aber nicht. Es ist Andi passiert. Und Emile braucht die Kohle verdammt noch mal. Dann wäre ich im Laden gewesen, wäre das nicht passiert. Gut, vielleicht, aber dann hättest du auch nicht solche Einnahmen gehabt, weil deine Burritos nicht schmecken. Mann, das mit der Schärfe hätte ich in den Griff gekriegt, aber du hast Kacke gebaut. Ach komm, jetzt warte doch mal. Zur Arbeit.